Sehr verehrte Damen und Herren, hochverehrtes Publikum, wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem folgenden Programm von Uncut TV. Bühne frei! Hallo bei Uncut TV. Ich habe heute zum ersten Mal einen weiblichen Interviewgast, nämlich die bezaubernde Monika Brandl. Hallo Monika! Hallo! Ich denke, die meisten, die meinen Kanal schauen, kennen die bereits. Aber stell dir mal trotzdem kurz vor für die Leute, die tatsächlich noch nicht kennen, obwohl sie meinen Kanal schauen. Also ich bin die Monika von Brandl Pictures. Brandl Pictures kennt man eben vielleicht von Uncut TV, sonst wahrscheinlich nicht. Wie man ganz klar hört, sind wir aus Niederbayern, eine Independent-Filmcrew. Seit inzwischen 26 Jahren, hauptsächlich Langfilme und aus Leidenschaft unterwegs. Monika, warum sitzen wir heute da? Was machen wir da? Du bist schon ganz gut drauf, oder? Ja, sehr gut drauf. heute ausnahmsweise als Besucher von einem Kollegen. Premiere in Nürnberg. Genau. Du hast jetzt schon angesprochen von Brandl Pictures. Wie lange gibt es Brandl Pictures? Wer steht da dahinter? Was macht genau, man so? Wir sind ein Familienbetrieb sozusagen. Also seit inzwischen 26 Jahren, das muss man immer so sagen, weil wir alle noch so jugendlich ausschauen, seit 26 Jahren mit meinen Brüdern, Helmut Brandl und Günther Brandl, ist quasi Familienbetrieb, der ist mal so reingeboren worden und wir machen das einfach aus Spaß und der Freude seit, wie gesagt, 26 Jahren. Du sagst, ihr seid da so reingeboren worden, wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich hat hauptsächlich der Günther, ist der älteste von uns drei, einfach schon immer eine sehr große Leidenschaft für Film gehabt und hat einfach immer schon sich sehr für Filme interessiert und irgendwann ist einfach mal der Wunsch abgekommen, einfach eigene Filme zu machen und irgendwo als jüngeres Geschwisterchen kommt man da einfach so rein und macht halt mit und schaut, wie es einem gefällt und anscheinend gefällt es uns sehr gut. Aber das Ganze ist Hobby oder ist es? Tatsächlich ist es wirklich Hobby, weil wir auch alle noch nebenher einen richtigen Beruf haben, weil Geld ist jetzt nicht so hart verdient damit, aber es ist einfach nur, wie gesagt, eine Leidenschaft, ein Hobby oder Leidenschaft. Was machst du genau, was Filme? Du bist ja nicht nur Regisseurin, sondern du spielst ja auch selber mit. Bei uns generell immer so ein bisschen unterschiedlich die Aufgabenteilung. Im Prinzip macht jeder irgendwie mal alles. Manchmal ist einer mehr für Regie zuständig und fürs Drehbuch als der andere. Aber generell macht eigentlich jeder immer Schauspieler, Drehbuch, Regisseur, alles irgendwann einfach ein bisschen miteinander und jeder mal auch. Aber was ich jetzt eigentlich erst vor kurzem mitbekommen habe, ihr habt ja sozusagen Projekte, was ihr zu dritt gemeinsam macht, sondern gibt es wieder Filme, wo du Regie machst oder nur der Günther oder nur der Helmut? Ja, es kommt immer so drauf an, wo das Herz eben mehr schlägt. Also wenn einer mal sagt, okay, ich habe die und die Idee und der andere ist jetzt nicht so begeistert, dann macht man das halt mehr oder weniger allein. Dass man sagt, man schreibt das Drehbuch, man macht die Regie dann vielleicht einfach mehr allein. Die anderen ziehen halt nur mit als Darsteller oder Kamera und so weiter. Wird natürlich immer gegenseitig unterstützt, aber manchmal sagt man einfach, okay, die Idee interessiert mich, dann machen wir das Drehbuch miteinander. Es wird, je nachdem, wie es halt passt, wird dann einfach die Aufgabenverteilung jedes Mal einfach neu ausgewürfelt. Würdest du sagen, sind da Unterschiede zwischen der Art der Filme, wenn jetzt der Günther einen Film macht oder du einen Film machst? Und jetzt interessiert mich, wenn ja, was für Filme? Das geht schon, also es gibt natürlich immer einfach eine gewisse Leidenschaft für gewisse Art von Filme. Also es ist, merkt man schon, dass die Soloprojekte von mir immer eher in die eine Richtung gingen und die Soloprojekte von Günther in eine andere Richtung. Aber manchmal ist es halt einfach, dass es Überschneidungen gibt, dann sagt man, okay, dann tun wir uns nicht zusammen. Oder wenn man einfach sagt, okay, dann kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen, dann ist einfach etwas, was man dann mehr für sich alleine durchzieht. Es kommt halt einfach darauf an, wie es halt gerade passt. Aber wie gesagt, sagen wir mal, die Leidenschaft für nackte Frauen ist beim Günther ausgeprägter als bei mir. Das verstehe ich gar nicht. Warum nicht? Ich habe nichts gegen nackte Frauen. Vielleicht nicht in der Dichte. Ich habe mir das eh schon gedacht. Ich war ja auch schon bei Dreharbeiten bei euch dabei. Und ehrlich gesagt, ich bin ein Einzelkind. Ja. Gell? Ich kann mich da vielleicht ein bisschen schwer reinfühlen. Aber wie ist es, wenn man seinen eigenen Bruder bei Sexszenen zuschauen muss? Stundenlang. Nicht schön, aber man stumpft ab. Also, noch eine gewisse Zeit wird es leichter, aber schön ist nie. Was sind noch Themen, die deine Filme behandeln? Tatsächlich bin ich immer mehr auf der Schiene, was jetzt ein bisschen so ins Psychologische geht. Also gerade wenn es auch ein bisschen um Dramen mit ein bisschen psychologischen Themen geht, ist etwas, wo ich mich sehr begeistern kann, wo vielleicht jetzt einfach vielleicht die anderen zwei nicht so stark einfach Neigung dazu haben oder eben einfach allgemein
Thriller, wenn es einfach ein bisschen intelligent ist, ist ja etwas, was uns alle irgendwo interessiert, aber das ist dann auf eine bestimmte Ecke, ist mehr meine Sache und ein bisschen vielleicht nicht so sehr von den anderen beiden. Wie läuft es bei dir ab, wirklich von der Idee zu einem Film, bis der dann wirklich auf DVD ist? Lange nicht. Also, es gibt Drehbücher bei uns, ja, oder? Tatsächlich ist bei uns wirklich so, dass ganz oft einfach gesagt wird, okay, ich habe jetzt die und die Idee, dann wird das ein bisschen besprochen einfach mit den anderen beiden und dann, ja, willst du dich da ein bisschen einbringen oder eher nicht? Und dann je nachdem, ob man entweder sagt, okay, wir machen das jetzt zusammen, das Drehbuch, oder eben allein wird es dann in erster Linie über das Drehbuch ausgearbeitet und dann wird mal abgeklärt, wann lässt sich das verwirklichen und dann kommt es halt dann wirklich dazu, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mit oder mach nicht mit, dann schreib du das Drehbuch schon mal, schreib die Texte schon mal und dann, wenn das fertig ist soweit, dann wird einfach mal geschaut, wie sich das zeitlich unterbringen lässt, weil wir immer sehr viele Filme parallel drehen, dass man einfach sagt, okay, das kann man vielleicht irgendwie verbinden, auch was die Darsteller betrifft und so, dass man sich dann einfach ein bisschen koordiniert und dann wird das einfach Stück für Stück abgearbeitet. Wenn es fertig ist, dann geht es halt in den Schnitt, da bin ich jetzt komplett raus, also Schnitt bin ich einfach... Macht, glaube ich, der Helmut viel, gell? Macht hauptsächlich der Helmut und so Günther schon auch. Die teilen sich das mal untereinander auf, aber das wird dann, je nachdem, wie es halt zeitlich passt, wird dann der Film zuerst geschnitten oder der Film zuerst und dann, wenn er fertig ist, dann gibt es Premiere. Wie viel Budget haben eure Filme? Wir sind das ist unterschiedlich. Es kommt aber ich glaub, auf die Brustdichte. Okay. Aber ich glaube, wir sind da schon im... Ja, wir sind sehr niedrig angesiedelt im Vergleich zu anderen. Also wenn jetzt ein Film, mein letzter Film hat, glaube ich, 200, 300 Euro gekostet. Also da war echt ein bisschen Fahrtkosten für Darsteller und das war's. Immer ein bisschen ein, zwei Kulissen, die man mir ein bisschen belohnt hat. Aber ansonsten kommt da nicht viel zusammen. Ansonsten, wenn es jetzt einfach um Locations mehr zu zahlen, dann sind wir vielleicht mal im 2.000, 3.000 Euro Bereich. Aber weit drüber geht es dann eigentlich nur in Einzelnen. Aber ihr reist ja oft recht weit für Filme. Manchmal wird einfach ein bisschen Urlaub verbunden mit am Dreh. Dann geht es natürlich ein bisschen mehr ins Geld. Da sind wir dann vielleicht eben insgesamt bei 5.000 oder was. Aber es ist immer noch sehr, sehr niedrig im Vergleich zu den USA. Wie viel deiner Freizeit geht fürs Thema Filme drauf? Die Wochenenden sind voll, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich, dadurch, dass ich den Schnitt jetzt Gott sei Dank nicht mache, eben nur mit den Drehs beschäftigt einfach oder mit Caterings oder ähnliches und da Ton, was ich auch viel mache, sind wir an den Wochenenden gut ausgelastet, aber es gibt halt immer wieder schon mal Phasen, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, so im Winter jetzt hat man mit Zeit versucht. Aber es ist schon, die Wochenenden sind eigentlich gut gefunden. Die Darsteller nimmst du woher? Tatsächlich ist es einfach ein gewisser Stammcast, der sich mit der Zeit, Gott sei Dank, muss ich ja wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, sich einfach gebildet hat, dass man sagt, okay, es gibt ein paar Leute, die einfach schon seit vielen Jahren zum Teil dabei sind, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und auch sehr gerne zurückgreifen, dass man dann die ersten mal fragt, wie schaut es aus, hast Lust für die und die Rolle und die meisten Rollen kriegt man eigentlich so besetzt. Wenn es dann oft an das leidige Thema, so Statisten oder einfach, dass man einfach mehr Leute braucht für einen gewissen Dreh, dann ist auch mal, dass man es über Facebook ausschreibt und gibt es auch oftmals Gott sei Dank Leute, die sich da erbarmen. Aber generell sind wir tatsächlich sehr darauf angewiesen, dass einfach unser gewisser Stammkast, Bekanntenkreis uns da unterstützt. Gott sei Dank haben wir da echt Glück. Ich finde, das Schöne am Independent-Film und Underground-Film ist, dass man relativ wenig Grenzen hat, sage ich mal. Deine Filme, da wo du Regie machst, behandeln die auch kontroverse Themen. Weil man kennt ja von Brandl Pictures, wie du schon gesagt hast, blutige Filme, Nacktszenen, eigentlich auch pornografische Szenen. Ist das bei deinen Filmen auch Thema? Tatsächlich pornografisch nicht. Ist einfach nur, weil es meiner Meinung nach gerade in das, was ich jetzt thematisch behandeln wollte, einfach nicht reinpasst. Das ist nicht, dass ich das generell ablehnen würde, aber es ist einfach so, dass ich sage, es muss halt passen. Wenn es zum Film passt, okay. Bei mir ist einfach so, dass ich einfach mich schon auch viel mit dem Thema, was jetzt irgendwie Dramen oder was jetzt eben auch, wie ich schon gesagt habe, psychologische Themen behandelt, einfach sehr interessiere. Und deswegen ist es schon auch so, dass die Filme, die ich bis jetzt Solo-Projekte hatte, sich einfach schon stark auch mit dem Thema Psychologie im weitesten Sinne befassen und auch das nächste Projekt, das ich vorhabe, sich schon mal mit dem Thema befassen. Generell sage ich mir, man kann immer viele Elemente auch verbinden, wenn es halt passt. Aber das entscheidet sich eigentlich immer erst dann beim Film. Woher nimmst du die Idee zu deinen Filmen? Woher kommt Bei mir ist es ganz oft so, dass ich ganz lang einfach
einfach gar keine habe, auch so, dass ich sage, ich bewundere den Günther, der gefühlt eine Ideenmaschine ist, der haut raus, als hätte er sonst nichts zu tun. Die Inspiration habe ich nicht so gehört. Also bei mir ist es halt einfach manchmal, dass ich sage, ganz viel kommt einfach aus dem, dass man sagt, man möchte jetzt einfach den und den Film eigentlich selber gern sehen und er wird einfach in der Form vielleicht nicht gemacht, in echt, wie man so schön sagt, dass man einfach sagt, man macht das, was man selber gern sehen würde. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Was schaust du selber gern für Filme? Tatsächlich auch schon immer noch viel Thriller, was eigentlich jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, sag ich jetzt mal, aber schon eben auch für Psychothriller auch, schon auch Horror, je nachdem, aber schon immer. Ich mag schon gerne den Genre-Mix ein bisschen. Also Lieblingsfilme? Lieblingsfilme ist tatsächlich immer nur Angel Heart, das ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen zum Beispiel. Und Sixth Sense immer noch. Und einfach so, wo es ein bisschen. Ich bin aber ein riesen Fan vom Schlusseffekt, wenn man so schon sagt, so der Twist am Schluss, dass ich mir jetzt da kriegt man mit zum Beispiel. Bei euch, wie laufen so die Dreharbeiten ab? Weil ich finde, ich habe das recht witzig gefunden, weil ich bei euch war, das läuft ja. Ich weiß nicht, kann man sagen, teilweise oder großteils in der Garage? Ja, auch. Kommt immer darauf an, natürlich auf die Kulisse. Wir haben auch viele Drehs gehabt, die halt einfach auswärts waren, wo auch mal weiter weg waren. Was sagst du? Du hast dann einfach einen gewissen Zeitdruck, das sagst du jetzt, die Kulisse gemietet, in Anführungszeichen, das haben wir eh selten. Die ist einfach für gewisse Zeit noch was, dann ist natürlich einfach sehr getaktet. Was man generell immer sagen kann, ist, dass wir immer zu lang brauchen. Also das haben wir immer zu spät dran. Das ist fix, dass wir eigentlich immer länger brauchen, als wir denken. Aber generell, es wird halt ein grober Drehplan wieder erstellt. Klar, man sagt, da und da sagt man zu den Leuten, sie sollen kommen. Da und da sollte man fertig sein. Dann taktet man das schon so durch. Gerade wenn man Dialogszenen hat, geht es relativ leicht. Und man sagt, okay, Dialogszene braucht ungefähr so und so lang. Ab dem Moment, wo es jetzt ein bisschen komplizierter wird in der Ausführung, wo es Defekte hast und einfach Sachen, die einfach schlecht einzuschätzen sind, wird es ein bisschen schwierig. Aber es ist an sich ungefähr versucht, was zu takten. Aber naja, Theorie und Praxis. Aber was ich bei euch krass finde, ich war jetzt schon bei verschiedenen Dreharbeiten, ja, dass bei euch eigentlich fast alle Szenen im ersten Take drin sind. Also das. Eigentlich in der Regel schon die Regel, dass man sagt, okay, wenn es aufs erste Mal passt, dann sitzt es schon. Ist okay. Ist vielleicht auch die Erfahrung nicht. Wie viele Filme habt ihr jetzt gemacht und wie viele sind jetzt gleichzeitig in. Soll ich das sagen? Ich weiß es. 69 sind. Und wie viele sind jetzt zurzeit in Arbeit? Ich glaube, das waren 9. Ich glaube auch 9. Aber ich weiß, dass 69. Also da merkt man die Erfahrung, dass bei den Dreharbeiten ist schon mal. Ja. Ich finde übrigens auch, dass du irrsinnig gut spielst. Also das mir gefallen. Und was bei dir immer so nett ist, man hört so leicht den bayerischen Dialekt raus. Das ist aber nett. Ich finde das ja nicht ab. Das ist nett. Jetzt haben wir über dich geredet als Regisseurin. Jetzt können wir noch ein bisschen auf dich als Schauspielerin zu sprechen. Welche Rollen spielst du gern und welche spielst du nicht so gern? Ganz schlecht kann es weinen. Das kann ich gar nicht. Also so zu emotional jetzt in der Richtung, das traue ich mir einfach zu wenig zu auch. Was ich an sich schon gerne spiele, ist einfach ja schon eine gewisse gequälte Charaktere, sagen wir jetzt mal nicht, die einfach mit sich kämpfen muss. Das ist schon immer schön, dass man sagt, man hat einfach gewisse Extremsituationen, die man echt nicht unbedingt durchleben will, einfach die mit durchspielen zu können, ist schon schön. Aber wie gesagt, wenn es manche Emotionen, die traue ich mir einfach nicht so zu. Aber an sich, ja. Gibt es Rollen, die du mal gerne spielen möchtest, beziehungsweise Rollen, wo du sagst, die möchte ich gar nicht oder würde ich auch gar nicht machen? Also ab dem Moment, wo es einfach zu, wo wir schon gehabt haben, die pornografische Schiene, wenn es einfach zu nackt wird, bin ich raus. Das weiß man ja, wenn man mich kennt. Aber ich glaube, da fragen sich viele Leute, warum? Tatsächlich weiß ich nicht. Das war einfach so eine Entscheidung, wo ich irgendwann für mich getroffen habe. Und dann sage ich mir, okay, jetzt bleibe ich die Entscheidung auch dran. Also ich sage mir einfach, mir bis zu einem gewissen Grad an Nacktheit ist okay, aber so ganz nackt oder einfach pornografisch war generell für mich einfach kein Thema. Und an sich, denke mal, es gibt viele Sachen, wo ich mir schon denke, würde ich vielleicht mal spielen wollen, aber da ist dann immer so ein bisschen, wo man nicht weiß, ob man denn vielleicht an seine Grenzen stößt. Ob man es dann wirklich auch können würde, ist dann die andere Frage. Da müsste ich dann einfach abwägen, wenn es soweit wäre. Ich meine, es gibt schon Rollen, die man dann selber irgendwo ein bisschen reinschreiben würde, wo ich dann überlege, okay, aber nichts Konkretes. Und was würde ich gerne mal spielen? Ja, schon so ein bisschen in Richtung wieder psychisch. Also psychische Erkrankungen habe ich diverse Ansätze, wo ich gesagt habe, okay, da. Das würde ich vielleicht gerne mal probieren. Aber das hat natürlich auch ein bisschen gewisser Druck, dass man sagt, man möchte halt auch nicht scheitern.
Da habe ich jetzt nicht konkret was das eine, was ich da spielen wollen würde. Da gibt es diverse Sachen, wo ich mir überlege, wo ich es mir vielleicht mal reinschreibe. Seien schon zukünftige Projekte geplant oder in Arbeit? Wie mir gesagt, es seien. Ja, wir haben diverse Filme, die sowieso schon die Dreharbeiten laufen. Können wir vielleicht mal auf deine Filme, die jetzt schon in Arbeit sein oder geplant sein? Ich momentan ein Drehbuch, das nicht ganz fertig ist, aber zumindest schon angefangen ist. Das ist eben auch ein Drama über eine Frau mit Borderline-Erkrankung. Und da haben wir auch schon mit den Dreharbeiten begonnen, aber sind wir noch nicht sehr weit. Aber ich hoffe, dass das hoffentlich, also nächstes Jahr, wird es vielleicht was. Aber wir sind auf alle Fälle heuer dran. Genau. Monika, hast du Filmempfehlungen für die Leute, wo du sagst, die Filme kannst du empfehlen? Fangen wir mal mit Brandl Pictures Filmen an und dann zu anderen. Generell, Brandl Pictures kann ich immer nur Sonata del Corvo empfehlen. Das ist tatsächlich einer von meinen Lieblingsfilmen von uns, der immer so ein bisschen rückintermäßig gesagt hat, unter dem Radar läuft. Ist auch ein relativ intelligenter Film in meinen Augen. Der ein bisschen zu wenig einfach Aufmerksamkeit bis ans Kopf hat. Filme allgemein, das ist schwierig, bin ich momentan tatsächlich gar nicht so bewandert. Also wo es jetzt momentan ist, bin ich wirklich schwierig. Also, kann auch eine ältere Filmempfehlung sein. Also mein absoluter Lieblingsfilm, sage ich immer, ist irgendwie Sixth Sense, hat jeder gesehen. Angel hat es tatsächlich einer, den noch nicht jeder gesehen hat, wo ich immer sage, das ist einfach einer von meinen, das ist einfach vom ganzen Stil her einer von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Also wenn du nicht gesehen hast, schau. Monika, wir kommen eh schon langsam zum Ende. Jetzt gibt es noch Open Mic. Du darfst jetzt den Filmfans da draußen alles erzählen und alles sagen, auf was du Lust hast und was du noch sagen möchtest. Oh Gott. Also generell, so 13 Werbung für Brandl Pictures machen, das machst du schon ganz einfach. Aus Überzeugung. Nicht aus finanziellen Gründen, sondern wirklich aus Überzeugung. Wir haben kein Geld. Generell muss ich immer sagen, Leben und Leben lassen ist etwas, was ich immer sehr predige, weil es ist leider Gottes auch in der Independence-Szene viel Hate, was ich einfach nicht verstehen kann, weil ich sage, jeder macht sein Ding. Hate, wo manch? Ja, so ein bisschen, dass man immer so verurteilt, was der andere macht, und sagt, das hättest du jetzt besser machen, das hättest du jetzt anders machen. Allgemein manch, jetzt gar nicht ja, gegen euch, sondern. Schon, nein, jetzt nicht speziell gegen uns, aber es ist halt immer, finde ich unnötig, andere irgendwie vorstellen zu wollen, dass es machen soll. Ne? Ich sage jetzt einfach, jeder soll so machen, was es möchte. Ich finde nicht jeder alles gut, ich finde auch nicht alles gut. Aber es ist halt immer ein bisschen traurig, das heißt, dass immer, naja, das ist immer gleich so kommuniziert werden muss, was man nicht gut findet. Also. Obwohl ich finde, weil ich poste ja hin und wieder Trailer für euch und es kommen dann oft negative Rückmeldungen auch von Leuten, die nicht wissen, dass ihr das hobbymäßig macht. Genau. Wenn man dann drunter schreibt, oft so, die machen das in ihrer Freizeit hobbymäßig, dann reagieren die Leute anders. Genau. Aber ich habe jetzt mal einen Kommentar von jemandem gehabt, der hat wirklich gemeint, das ist irgendwie eine Hollywood-Produktion und hat dann geschrieben, also quasi, was soll ich? Und dann habe ich geschrieben, hat er nicht Boost und. Ja. Genau, das ist, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, das ist so ein Moment, wo man sagt, okay, wenn man der Welt was zu sagen hat, manchmal ist halt einfach die Situation anders, wenn man es im ersten Moment einschätzt und deswegen ist es sich ein Urteil erlauben, immer ein bisschen schwierig. Und ganz oft geht es mit der Grundsatz, als Bambi, wer nichts Nettes zu sagen hat, soll einfach gar nichts sagen. So, wenn man einfach alle Handhaben, dann war es leider. Genau. Ja, Monika, sonst noch was? Oder? So. Ich bin absolut fertig mit dir. Dann bedanke ich mich, dass du da jetzt noch Zeit genommen hast. Wir haben es, ich weiß gar nicht, wie spät. Ja, aber keine Ahnung, es ist Viertel nach 12. Also schon der nächste Tag. Aber ganz kurz noch, was sagst du zu den Premieren heute? War tatsächlich mal was Neues. Ich habe jetzt auch nicht genau gewusst, was mich genau erwartet. Immer gut, eine von den Filmen habe ich schon gesehen gehabt vorher. Aber wie gesagt, das ist genau das Prinzip, was ich vorher gesagt habe. Jeder macht sein Ding und ich respektiere es zu 100% und ich finde es immer wirklich schön, wenn man einfach mal sieht, was die anderen machen und wenn einfach gegenseitiges Interesse da ist. Das finde ich einfach hauptsächlich. Vielleicht kurz noch als Info für die Zuschauer. Also heute war Premiere von Somnia Noctis und von A Tale of Four Seasons. Mit den Regisseuren gibt es eh auch Interviews jetzt auf meinem Kanal. Dann nehmen wir eins, müssen wir noch aufnehmen, eins haben wir schon aufgenommen. Ja, und Monika, wirklich. Freut mich wirklich, dass du noch die Zeit genommen hast, weil es hat ein bisschen Überredungskunst gebraucht. Aber es war schon spät, aber die Monika hat sich noch Zeit genommen. Danke. Und somit würde ich sagen, beenden wir das Interview. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Für dich.